Mein Name ist Martin Hörtnagel, lebe in Innsbruck, bin freischaffender Künstler. Ich male vorwiegend Öl auf Leinwand, mache Landart und Installationen. Das ist jetzt eigentlich der Abschluss von der Serie Das Rote Band. Beim Roten Band geht es eigentlich um Beziehungen zwischen Menschen und dieses Spannungsfeld, was es da zwangsläufig auch immer gibt. Es ging dann sehr viel dann ja auch um die Person selbst, diese ganzen Zwiespältigkeiten, die was wir in uns tragen. Das Gehirn ist im Grunde, wo ja alles zusammenläuft. Deswegen war das für mich ein sehr tolles Symbol und das entsteht jetzt hier, diese Denkfrucht. Am 11. Oktober ist eben diese Ausstellung, einen Monat lang. Die Idee, da irgendwas zu machen, das, was vielleicht dann auch bleibt. Ja? Und es gäbe in der Bäckerei selber viele Möglichkeiten, viele Wände. Aber gerade diese Terrasse hier, die finde ich irrsinnig spannend. Also ich male ja, wie du es schön sagst, klassisch Öl auf Leinwand meistens. Ja, es gibt natürlich auch Zeichnungen und so. Aber ja, das war jetzt das erste Mal. Ich würde, glaube ich, hat schon Lust, dann noch einmal sowas zu machen. Das sollte nicht das letzte sein.